Herzlich willkommen bei den Retrohelden. Ich bin Perude und gemeinsam spielt man besser. Ja, es ist wieder soweit. Ein neues Quartal hat angebrochen. Wir sind mitten im dritten Quartal 2017. Im Herbst sozusagen, wobei der Sommer ja eigentlich noch mal ein bisschen zurückkommen sollte. Wir schauen uns ein bisschen an, was die nächsten Tage kommen wird. Wir beginnen traditionellerweise natürlich mit dem Rückblick, was war so spielemäßig los im letzten Quartal. Zunächst einmal eine erfolgreiche Meldung, die Staffel 2 von The Forest wurde abgeschlossen. Wir haben gemeinsam Timmy gerettet, naja, oder mehr oder weniger gerettet, und letztendlich konnten wir auch sehen, dass The Forest viele Fragen aufwirft, was noch kommen wird. Wir hoffen, da passiert noch einiges. Es ist ja immer noch in der Alpha-Version, beziehungsweise in der frühen Beta, wenn man es überhaupt so trennen kann, auf jeden Fall Early Access-Modus bei Steam. Aktuell läuft noch das Let's Play Firewatch auf meinem Kanal bis zum 15. Juli. Da ist die finale Folge. Ich denke, je nachdem wann das Video hier rauskommt, wird Firewatch wahrscheinlich auch schon abgeschlossen sein. Aber es lohnt sich mal reinzuschauen. Es ist ein genial erzähltes Geschichte. Märchen wollte ich schon fast sagen, aber Märchen ist es ja gar nicht. Im Retrobit hat eine neue Maschine Einzug gehalten, das ist der Commodore Amiga. Da habe ich schon mal so 1, 2, 3 Videos gezeigt von Spielen, die ich damals auch bei Freunden gespielt habe, zumindest die meisten davon. Und ich denke, er wird einen Ehrenplatz bekommen im Retrobeat. Ich habe ja auch ein bisschen meine Kanalstruktur umdesignt, also die Startseite, da könnt ihr einfach mal ein bisschen durchstöbern. Ebenfalls habe ich Full Throttle Remastered abgeschlossen, das heißt, das ist das vorletzte LucasArts Adventure, was ich spielen wollte. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch The Dick zu spielen. Ich überlege ein bisschen, ob ich ein bisschen warten soll. Eventuell gibt es ja auch eine remasterte Version, aber kommt Zeit, kommt Rat. Und dann letztendlich ist es endlich geschafft, das Kanalziel, was ich mir damals gesteckt habe, jedes LucasArts Adventure zu spielen, ist damit erfüllt. Gut, ich habe es jetzt in den letzten Monaten, Jahren ein bisschen hinausgezögert. Ich hätte es ja auch schon längst spielen können, The Dick, aber wir gucken einfach mal, was so noch kommen mag. Ich habe angefangen mit Thimbleweed Park, aber leider stockt das irgendwie so ein bisschen. Ich kann es nicht so genau sagen, woran es liegt. Wir werden das gleich nochmal später analysieren. Aber es gibt ein gutes Update von Terrible Toybox, und zwar das Hint-Update. Das heißt, man kann jederzeit eine Hint-Hotline anrufen, da bekommt man Hilfe. Das werde ich mal ausprobieren. Und ich denke, dass ich dann auch langsam mal wieder anfangen werde, das Spiel zu spielen. Und ja, die Daumen-runter-Politik aktuell ist irgendwie, hat wieder Einzug erhalten. Keine Ahnung, wie man es nennen mag. Wie gesagt, jedem das Seine. Von mir aus 75 Daumen runter, 25 Daumen hoch, wie auch immer. Aber wenigstens lasst mal einen kurzen Kommentar da, was ich besser machen kann, weil Daumen runter. Okay, weiß ich Bescheid, war nicht gut, aber was war nicht gut? Ne? Das Spiel nicht gut, meine Rumlaberei nicht gut, was auch immer. Das weiß ich nicht, deswegen kann ich mich auch nicht verbessern. Kommen wir zu den Neuigkeiten und Informationen rund um meinen Kanal. Ey, was geht ab? Und da starten wir direkt mit einer weiteren Problematik bei den Aufnahmen. Ich habe es ja im letzten Quartal oder davor immer mal wieder erwähnt und ich hatte ja mal so einen kleinen Frustmoment und der fängt jetzt schon wieder an, und zwar bei dem Amiga. Ich weiß gar nicht, ich habe eine neue Grafikkarte eingebaut und so ein paar Sachen verändert an meinem Rechner, aber an der Aufnahme selber habe ich eigentlich kein Problem. Also mit dem Aufnahmeprogramm. Aber irgendwie, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt mit dem Hardware-Update zu tun hat. Ich habe halt immer mit meinem Standardprogramm die Amiga-Sachen abgecaptured und jetzt auf einmal geht es nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ich habe eigentlich nichts geändert. Ich meine, neue Festplatte einbauen ist jetzt nicht unbedingt irgendwie super. Naja, ich möchte mich auch gar nicht jetzt hier so rumärgern. Aber wie gesagt, es gibt ja irgendwie Probleme, die kommen irgendwie zumindest für meine Art von heute auf morgen. Und das frustriert doch immer wieder gerne mal. Nintendo E3 konnten wir letzten Monat erleben.
Es sind ein paar gute Spiele dabei. Ich finde, ein paar Sachen fehlen. Hätte ich mich eigentlich gewünscht, etwas anderes zu sehen und zu hören. Und es gibt neue Amiibos zu Mario Odyssey, die man nirgendwo kriegt. Ich weiß auch nicht, naja, das ist ja schon vom fast bisschen typisch Nintendo. Ja, was ist in Erinnerung geblieben? Einmal Metroid mit einem lachenden und weinenden Auge. Also ich hätte schon ganz gern das Metroid Samus Returns für die Switch gehabt und von mir hätten sie Prime 4 für diese 3DS rausbringen können. Also ich hätte es ganz gern echt andersrum gehabt, aber nun gut, vielleicht gibt es ja Samus Returns ja irgendwann doch noch für die Switch. Wer weiß. Und weil, ja, ich wollte eigentlich kein 3DS-Spiel mehr holen, aber ich glaube, bei Metroid Samus Returns werde ich eventuell eine Ausnahme machen. Mich würde es natürlich dann ärgern, wenn es dann irgendwann als Cartridge gäbe oder sogar im Download-Shop. Schauen wir mal. Ich weiß ja noch gar nicht, wie das überhaupt ist mit den ganzen Virtual-Konsolen-Gedöns da und mit dem Online-Modus und mit dem Spiele schenken und ausleihen und ach, was weiß ich. Keine Ahnung. Ja, Mario und Rabbids, also da hätte ich ja fast schon, also ja, also ich kann die Rabbids, ich kann es einfach nicht verstehen, warum die so erfolgreich sind. Das ist ja eine Marke von Ubisoft und jetzt die beiden zusammen, gut, das hätte ich mir vielleicht noch gerade so verkraften können. Das Spielprinzip ist auch gar nicht so schlecht, so ein bisschen Strategie dabei. Aber den Hasen in einem Mario-Gewand oder den Hasen in so ein Peach-Gewand reinzudrücken, also irgendwie, da brauche ich schon ein paar mehr Whiskys, um das ja, noch über mich ergehen zu lassen, keine Ahnung. Ja, Xenoblade Chronicles 2. Super, da freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Das wird wahrscheinlich dann irgendwie mein Rest des Lebens, ja, werde ich dafür brauchen, um das hinzukriegen. Ja, Fire Emblem ist angekündigt. Und ja, Kirby und Yoshi. Gut. Ja, ich meine, es gibt ja Mario Odyssey, das ist ja so ein 3D-Modus. Und ich denke mal, dieses Kirby und Yoshi sollen eher so in die Richtung 2D oder 2,5D gehen. Aber ehrlich gesagt, ich bin so ein Oldschool-Typ, ich weiß es nicht, aber ich hätte schon ganz gern so ein typisches 2D-Mario. Aber kommt Zeit, kommt Rat, vielleicht bleibt die Switch ja so ein bisschen länger als die Wii U am Leben. Und dann haben wir vielleicht ein paar mehr Spiele. Ja, Nintendo Classic Mini Ankündigung, Super Nintendo Entertainment System, ja, es ist tatsächlich passiert. Manche sagen überraschenderweise, aber ganz ehrlich, also das Konzept ist doch schon von Anfang an klar gewesen, als sie den NES Mini rausgebracht haben. Ich vermute mal auch, dass das der gleiche Chip ist, also die gleiche Platine. Die ist ja schon sehr, sehr mächtig. Das haben ja ein paar russische Hacker herausbekommen und haben die ja auch schon quasi geknackt. Und ich denke mal, dass, ich hätte doch in Informationen gelesen, dass die wirklich sehr stark ist, der Emulator, der da drin ist. Und das war fast schon klar, dass der SNES Mini kommen wird. Was natürlich tatsächlich in Frage gestellt wird, ist hier mit dem GameCube und N64 Mini. Da wird es schon ein bisschen schwieriger, aber ganz ehrlich, ich meine, die Wii ist ein doppelter GameCube und der Nintendo 64, den wird man wahrscheinlich auch gut emulieren können. Aber da warten wir mal bis nächstes Jahr ganz gemütlich. Man muss ja erstmal so ein SNES Mini kriegen. Da sind sie ja schon alle bekloppt hier auf der Welt und dann wahrscheinlich auch der Reseller Rolf. Der hat ja schon bei eBay zugeschlagen. Hat das Ding direkt für 300 € irgendwie reingesetzt mit dem Screenshot von der Amazon-Benachrichtigungs-E-Mail. Und das ist schon, also jenseits von dreist, das ist eigentlich schon. Aber ich bin froh, dass eBay und Amazon Kleinanzeigen, wie heißt das da? Amazon Marketplace da, wo man was verkaufen kann, auf jeden Fall schon reagiert hat. Ja, der Controller, der soll angeblich ein längeres Kabel haben und es sind direkt zwei Controller dabei. Das finde ich sehr, sehr gut, weil dann fängt nämlich dieses Hinterherlaufen hinter einem zweiten NES-Mini-Controller an. Und wobei ich einen Controller bei Saturn gesehen habe von der Nintendo Classic Mini NES, der lag da einfach so im Regal. Daneben lagen 5 Switches. Wenn ich so ein bisschen drüber philosophiert habe, warum es da auf einmal wieder diese Controller gibt, ob es eventuell sogar der Nintendo Classic Mini NES da im Regal stehen würde. Ja, in diesen Sekunden des Denkens und des Überlegens waren die ganzen Switches weg. So schnell kann es gehen. Aber gut, da hatte ich ja glücklicherweise schon eine.
Spiele. Es sind 20 plus 1, sofern ich das weiß, ein bisschen weniger als beim NES. Aber wenn man die ganzen Mehrfachteile abzieht, ist das eigentlich eine gute Zahl. Ich hätte eigentlich tatsächlich mir 50 gewünscht, aber dann ist nachher wahrscheinlich auch noch Blödsinn dabei. Und ich weiß nicht, wie das in den Lizenzen ist, ob man die überhaupt noch hat und ob das überhaupt möglich ist. Es ist bunt gemischt, eine gute Auswahl und ich freue mich darauf. Alle sind ja so heiß auf Star Fox 2, das sehe ich eher ein bisschen kritischer, aber gucken wir mal. Und eine größere Auflage ist wohl angekündigt worden für den Mini SNES. Aber der Mini SNES soll angeblich nur bis Ende 2017 hergestellt werden. Ob das irgendwas mit Fiskaljahr zu tun hat oder ob es irgendwas mit sonst irgendwas zu tun hat. Vielleicht ist auch da der Break-Even-Point erreicht, man weiß es ja nicht. Das weiß nur Nintendo selber und die geben ja keine Informationen. Ja, Google, du hast es ja so gewollt. Man muss ja, wenn man, also bevor Google von, Quatsch, bevor YouTube von also nochmal bitte, bevor YouTube gekauft wurde von Google, hatte man ja einen Account bei YouTube. Und als es dann in Google integriert wurde, musste man ja quasi sich irgendwie einen Google-Account zulegen und dann so eine YouTube-Seite errichten. Mein alter Kanal, der war tatsächlich ein ursprünglicher YouTube-Kanal und hier Retro-Basis, beziehungsweise Retro-Helden oder Perudor, das ist halt tatsächlich so ein Google-Konto. Und man konnte lange Zeit nicht den Namen ändern. Irgendwann habe ich es mal ausprobiert und dann ging es wieder. Und deswegen würde ich das so ein bisschen umgehen mit diesem extra Kanal und sonst irgendwas, dass ich quasi den ursprünglichen Google-Account quasi jetzt hier in Retro-Helden umbenenne. Ihr habt ja manchmal schon immer so ein paar Infos gehört, manchmal habe ich immer versprochen und die News beginnen ja auch mit Retro-Helden. Und das ist quasi der Grundkanal sozusagen. Da wird es ein paar Podcasts geben, aktuelle Nintendo-Let's Plays, also von der Wii U und von der Switch. Denn da wird ja immer ganz gerne mal, wie soll ich sagen, der wunderschöne Content-ID-Treffer trifft ja dann mich und dann wird fremde Werbung geschaltet und das möchte ich ja auf meinem Kanal Perudo eigentlich nicht und deswegen werde ich diese ganzen Let's Plays da in diese Richtung schieben. Auch die Livestreams auf YouTube oder die Aufzeichnungen von Livestreams, die werden da in diese Sparte geschoben und auch hier die Retro-Helden-News, wenn ich sie dann mache, weiß ich noch nicht so genau, wenn dann auch auf diesen Kanal kommen, dass man quasi da so ein bisschen so den Informationskanal hat und so ein paar Switch- und Wii U-Spiele hat. Und wenn es dann mit fremder Werbung vorgeschaltet wird, ja, dann ist es halt so. Ja, Thimbleweed Park pausiert, das hatte ich ja eben schon mal kurz angedeutet, so die Gründe. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, es hat mich am Anfang sehr stark gefesselt. Und dann ist es halt, wie es ist, man hat nicht mehr so viel Zeit und dann muss man was anderes machen, dann ist man ein bisschen raus aus dem Spiel, dann muss man wieder reinkommen und das ist mir irgendwie sehr schwer gefallen bei Thimbleweed Park. Ich weiß auch nicht warum, es ist wahrscheinlich mein Fehler, ich denke nicht, dass es irgendwelche Designlücken gibt. Das Einzige, was ich so ein bisschen, also es ist gleichermaßen gut und schlecht, weil man hat sehr viele Charaktere, das ist eigentlich gut, es sind skurrile Charaktere, die sind lustig. Wenn man mal mit dem einen Charakter nicht weiter weiß, dann kann man einfach an den anderen wechseln. Also sollte ja eigentlich eher motivieren, aber das hat mich ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, ich war dann überfordert einfach. Ich hatte auf einmal dann 7 Charaktere gleichzeitig. Ja gut, die beiden Hauptdarsteller, da passiert ja nichts. Das ist ja egal, wen man spielt, ob das Mädel oder den Jungen. Aber, keine Ahnung. Jetzt gibt es ein neues Hintensystem. Ich werde mich selber nochmal aufraffen und dem Spiel eine neue Chance geben. Also das wird auf jeden Fall weitergemacht. Wann genau, weiß ich noch nicht. Irgendwann, wie gesagt, Sommer, Herbst Richtung Winter. Ich muss es ja auch erstmal aufnehmen, da ein bisschen durchsteigen. Und das gleiche gilt auch für Sherlock Holmes, was ich jetzt eher primär in den Vordergrund stelle, denn das möchte ich ganz gerne zu Ende spielen, weil da bin ich selber heiß drauf. Also ich mag die beiden Sherlock Holmes Spiele 1 und 2 und ja, wie gesagt, nach langer Pause, nach sehr, sehr langer Pause, möchte ich das wieder starten. Aber hier gibt es halt so einen kleinen Wermutstropfen. Das ist nicht so einfach in der DOS-Box zum Laufen zu bekommen. Man muss so also ein paar Einstellungen machen. Und deswegen möchte ich eigentlich das Spiel immer in so längeren Phasen spielen. Das heißt, also mindestens so 2 Stündchen möchte ich schon spielen am Stück, um dann halt 1, 2, 3, 4, 8 Folgen draus zu machen, also knapp eine Viertelstunde, damit sich das auch lohnt. Also für mich zum Aufnehmen. Für euch wahrscheinlich nicht, weil ihr dann irgendwie 8 Folgen gucken müsst, aber ist halt so. Ja, und es ist eine Sommer- bzw. Herbstpause geplant.
ja, so ein bisschen die Gedanken baumeln lassen. Ich muss ja auch wieder ein bisschen aufnehmen und das ist halt alles so ein bisschen und ist auch immer sehr heiß gewesen, zumindest in den letzten Tagen, Wochen. Und wenn es jetzt wieder kommt, der Sommer oder der Herbst sehr heiß wird, dann das ist einfach, es klebt alles irgendwie sowas und dann muss man halt schauen. Ich muss eh gucken, die Zeit ein bisschen einplanen, sind auch bald Sommerferien und dann geht das auch nicht immer so unbedingt. In den letzten Wochen, das ist irgendwie total witzig, hat man so ein bisschen so dieser Nostalgietrip, so die Sehnsucht nach dem Abtauchen. Also nochmal tatsächlich, ja, keine Ahnung, sich zu erinnern, was war früher, was hat man irgendwie verbunden und da dachte ich, die Retro-Spiele, die bringen einem das Gefühl wieder, dann hat man irgendetwas, was einen verbindet und ja, das ist aktuell, vielleicht habe ich es auch übertrieben, aber so die einzelnen Folgen machen Spaß, sind auch gut aufzunehmen, kann man auch abends mal so ein Rundchen machen, bevor im Bett gehen, eine Runde Tetris, eine Runde Dracula Kids, eine Runde Street Fighter, was auch immer, also es gibt ja da wahnsinnig viele Gameboy-Spiele oder Amiga-Spiele oder Super Nintendo-Spiele. Es gibt so viele, da das schaffe ich gar nicht mehr. Gut, ich bin jetzt nicht so alt, aber auch so jung auch nicht mehr, aber das werde ich in meinem Leben nach nicht mehr schaffen, alles noch zu spielen. Aber von daher, wieder, Potenzial ist genug da. Aber ich reiz momentan irgendwie wieder so ein bisschen eine längere Serie zu machen. Guck mal einfach mal gerade. So, ein bisschen so der Sehnsucht nach dem Abtauchen, Nostalgiefaktor. Ich gucke auch gerade ein paar 80er-Serien auf Video. Das macht doch irgendwie Spaß. Ja, zum Thema Tekken, da hat mich der Weidemann schroff gezockt, getaggt. Ich bin eigentlich nicht so ein Tech-Fan, aber das finde ich sehr nett und das ist auch ein gutes Thema. Das wird auf jeden Fall kommen, dauert halt noch ein bisschen und ja, deswegen einfach mal immer mal reinschnuppern. Das wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen kommen. Zu Gamescom werde ich dieses Jahr nicht fahren. Das heißt, das war mir beim letzten Jahr irgendwie alles ein bisschen zu voll und ja, hat also wenig gesehen. Ich weiß nicht, bei Nintendo war jetzt auch ein bisschen spärlich, was da gezeigt wurde. Und als dann der David Hasselhoff noch kam, da dachte ich mir, oh Gott. Gut, Knight Rider, Baywatch und was er alles da so gemacht hat, keine Ahnung. Ja, geplant ist auch eventuell eine Serie oder ein Video zumindest zur Nostalgie, Spielen und mehr. Das bedeutet, einfach mal so aus dem Nähkästchen plaudern zu ein paar bestimmten Spielen, wo man sich das damals gekauft hat, wo man es damals gespielt hat und hat man es zusammengespielt mit ein paar Freunden. So ein bisschen so in Erinnerung, ja, sich, ja, einfach sich da so ein bisschen austoben und gucken, ob das irgendwie nochmal heutzutage möglich ist bei neuen Spielen. Das hatte ich ja tatsächlich bei dem Thimbleweed Park gehofft, dass das irgendwie geht, aber na, gucken wir mal. Aber ich denke mal, so ein paar Spiele habe ich mir mal rausgesucht, die ich besonders in Erinnerung habe. Und dann schauen wir mal, ob wir da zu einem gemeinsamen Nenner kommen. Ja, die Retro-Helden-News, das ist die Frage, ob ich das tatsächlich als eigenes Format mache auf diesen ja, Oberkanal da oder diesen Parallelkanal, den es da gibt. Also das quasi das Google-Konto. Das, ja, schaue ich mal. Also wie gesagt, Retro-Helden-News, kurz abgekürzt RHN. Splatoon und ARMS sind erschienen. Also Splatoon war ja damals ein Novum auf der Wii U. Das war ja sehr erfolgreich, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Splatoon. Und ARMS ist sowas ähnliches, quasi auch so wieder etwas Neues, was die Nintendo-Leute entwickelt haben. Das scheint ja auch ein relativ ja, erfolgreich zu sein. Das ist so ein Boxspiel, habe ich aber bisher noch nicht. Splatoon 2 werde ich mir wahrscheinlich holen und deswegen auch bald auf Retro-Helden zur Verfügung stehen. Mario Odyssey, was ja bekanntlich schon im Oktober kommt, versteht sich so als Sandbox-Modus-Spiel. Das heißt, wenn man so zurückerinnert an Mario 64 oder Mario Sunshine vom GameCube, man soll sehr viel entdecken können, man soll rumlaufen können. Also das ist so ein bisschen Erkundungsspiel und man kann nicht sterben. Das ist für den alten Perudor genau das Richtige. Man verliert, glaube ich, 10 Sterne oder irgendwie sowas und dann ist es soweit. Dann muss man wieder neue Sterne sammeln, aber letztendlich stirbt man halt nicht. Das finde ich ganz gut, denn manchmal ist es doch arg traurig, wenn man irgendwie relativ weit gekommen ist und dann auf einmal ist man halt tot. Ich bin halt nicht mehr so klein wie früher und habe dann Muße zu spielen. Ich würde doch ganz gern eher was entdecken und mehr sehen.
Neben Japan hat auch Europa jetzt die Produktion vom Nintendo 3DS eingestellt. Das heißt, wir haben nur noch diesen XL-Variante, 2DS XL und 3DS XL. Vielleicht so ein bisschen in Richtung Mini-Switch oder dass man dann tatsächlich irgendwie aufhört, diese Typ von Handheld zu produzieren. Man weiß es nicht. Und was ich auch witzig fand in den Nachrichten, Landwirtschaftssimulator erscheint. Und zwar die Nintendo Switch Edition. Und zwar im November schon. Für alle Freunde des Ackerbaus könnt ihr da gerne zuschlagen. Ich habe das einfach nur hier mal erwähnt, um zu zeigen, dass anscheinend doch jetzt sehr, sehr viele Entwickler sich auf Nintendo Switch einstellen. Das Programmierpack von Nintendo scheint da tatsächlich offener zu sein oder es ist leichter zu programmieren. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch eine Unity und eine, ich glaube, Unreal Engine Schnittstelle. Das heißt, dass man tatsächlich da in diesen Engines programmieren kann und das dann nach Nintendo Switch portieren kann. Ich glaube, hier Capcom, die gehen einen anderen Weg. Ich glaube, die haben ihr MT-Framework, haben die, glaube ich, nochmal neu programmiert oder umprogrammiert. Da schauen wir mal, was da so alles kommt. Von Ubisoft kommt ja auch einiges und es ist ja wirklich querbeet im Nintendo Shop. Findet man auch verschiedene Spiele von verschiedenen Anbietern. Und da bin ich mal gespannt. Und ja, gerade Ubisoft will wahrscheinlich das wieder gut machen, was in den letzten Nintendo-Zeitalter da irgendwie ja, verloren gegangen ist. Mann Gott, wir sind schon bei 20 Minuten. Wir sind noch nicht mal hier beim Überblick angekommen und haben darüber gesprochen. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal doch vielleicht ein bisschen flotter die aktuellen und geplanten Projekte hier auf dem Kanal an. Nicht zu vergessen, der letzte Teil meiner Geburtstagsserie 30 Jahre Epics wird kommen. California Games auf dem Commodore C64. Und das ist das letzte Spiel, zumindest für mich das letzte Spiel dieser genialen Epic-Serie ist. Also California Games 2 möchte ich überhaupt nicht hören. Beenden wir dieses Jahr die 30 Jahre Epics-Serie. Mal schauen, ob wir das ein bisschen aufpimpen, das Spiel, ein bisschen moderieren, ein paar mehr Hintergrundinfos zu dem Spiel, zu den Entwicklern. Da gibt es ja so ein paar geniale Stories und vielleicht zeige ich auch die Sega-Variante, die ist auch gar nicht so schlecht. Vielleicht im kleinen Systemvergleich, aber das ist tatsächlich nur optional. Ich habe eben erwähnt, neben Fimbleweed Park möchte ich Homes doch eigentlich in den Vordergrund stellen und das relativ zügig dieses Jahr noch abschließen. Und ich würde ganz gerne doch noch ein Adventure starten, dann nach Homes. Und ich weiß nicht so genau, Simon the Sorcerer, Baphomets Fluch oder Indiana Jones 4, den Denkpfad, den habe ich ja in den letzten Jahren immer ein bisschen vernachlässigt. Ich habe ja nur den Teampfad hier gezeigt und da schaue ich mal gucken. Eins der drei. Ich habe ja alles irgendwie schon mal angekündigt und nie gespielt und irgendwann kommt alles mal. Dauert nur. Aktuell schwanke ich zwischen Baphomets Fluch und Indiana Jones 4 Denkpfad, denn auch da gibt es ein paar Szenen bei Indiana Jones 4, ein paar Grafiken, die man natürlich nur in den einzelnen Pfaden sieht. Und Denkpfad, heißt er überhaupt Denkpfad? Rätselpfad? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist man da alleine ohne die nervige Sophia Hapgood im Mittelteil. Der Anfang und das Ende, die sind exakt gleich, aber so im Mittelteil ist eigentlich ganz nett. Und das Themenprojekt, die Anfänger von Lucasfilm Games, die brauchen auch noch ein bisschen. Das wird dann auch, sag ich mal so, im dritten, vierten Quartal irgendwann kommen. Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr noch alles gedreht bekomme und dass es dann endlich kommt. Und ja, wer mehr dazu wissen möchte, schaut sich doch mal ganz kurz bitte das Quartalsvideo 2 an. Da habe ich ein bisschen was erklärt, was die Anfänger von Lucasfilm Games bedeutet. Weiterhin wird es das Retro-Beat geben, ich denke mal so hauptsächlich Gameboy, Sega Master System, Amiga, so auf die drei Systeme möchte ich mich bis Ende des Jahres so ein bisschen einschießen. Im Herbst wird es ein Spezial zum SNES Mini geben, das gibt es ja noch gar nicht hier auf YouTube, ich denke da bin ich wahrscheinlich der Erste, der hier vorprescht. Werde ich alle Spiele mal anspielen, im ja, Format Retro-Beat sozusagen, schauen wir uns die 20 plus 1 Spiele mal an. Und ich denke schon, dass ich eins aus diesen 21 Spielen zu einem LP oder zumindest hier zu einem ja, Deluxe Retro-Beat ausbauen möchte. Denn es sind so zwei, drei Spiele bei, da hätte ich schon mal wieder richtig Lust dazu. Und dann lohnt sich auch mal hier mein Gamepad auszupacken. Ne? Ich habe ja extra eins. Oder ich capture das Mini-SNES an, wenn ich jemals eins kriegen werde. Shantae, Half Genie Hero auf der Nintendo Switch wird auch dieses Jahr kommen oder in diesem Quartal sogar schon und eventuell noch ein Spezial zeigen. Gibt es eigentlich die Jahreszeit Herbst? Wird die irgendwie besonders hervorgehoben in den Spielen? Das ist so die Frage,
die ich mir eventuell in diesem Quartal und den späteren Zeitraum mir stellen werde. Dann sage ich vielen Dank nach 25 Minuten. Ich wollte eigentlich nur 15 Minuten machen. Das ist auch schon wieder so lange. Ich hoffe, ihr habt zugeguckt und ich danke fürs Zusehen. Ich danke für eure Treue. Ich danke nochmal für jeden Kommentar, den ihr drunter schreibt. Das gibt so ein bisschen Feedback. Lasst mal ein Abo da, dann werdet ihr auch informiert über neue Spiele. Und wie gesagt, es ist, jeder kann tun. Die Videos sind für euch, für mich. Und ihr könnt euch das anschauen, Freude daran haben. Wenn ihr ein paar Tipps habt, was ich besser machen kann, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare rein und nicht einfach nur einen Daumen runter machen. Das ist auch in Ordnung. Ich meine, das ist eure Meinung, das finde ich gut. Aber wenn ich was verbessern möchte, dann brauche ich ein paar Infos. Okay, dann wie gesagt, noch kurz ein paar Infos zu der Musik, die in diesem Video im Hintergrund läuft. Ich hoffe, diesmal mache ich das. Tomenik hat mich ja beim letzten Mal darüber informiert. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zugucken und bis bald. Tschüss.